Schönen guten Morgen erstmal auch von meiner Seite. In dem alternativen Bericht, den Sie da vorlegen, ist es der Punkt 6, der sich auf den Deutschlandpakt bezieht. Da habe ich schon einiges zusammengefasst und dann habe ich ein ausführlicheres Papier dazu gemacht. Und das hängt, wie gesagt, hinten am Ende in diesem Bericht. Und ein paar Highlights daraus vielleicht. Also zunächst erstmal möchte ich vorausschicken, dass wir den Deutschlandpakt als eine positive Initiative sehen, dass wir das sehr unterstützen, dass wir aber noch einige Probleme in der Realisierung sehen und auf die möchte ich eingehen. Das gehört ja hier in die alternative Konferenz auch rein. Die Vorgeschichte eben des Deutschlandpakts ist, das hat eigentlich begonnen mit dem Intercity, vertakteten Intercity-Betrieb in den 70er Jahren. Dann hat man die Hochgeschwindigkeitsstrecken ab 1991. Die waren teilweise schon auf einen solchen Fahrplan hin konzipiert, diesen integralen Taktfahrplan, sage ich gleich noch was dazu. Und 1987, ein wichtiges Datum, jetzt nicht für Deutschland, aber für die Schweiz, also vor jetzt nunmehr 32 Jahren, ja, 87, 19, 32 Jahren, hat man in der Schweiz sich für dieses System integraler Taktfahrplan entschieden. In Deutschland ist trotz der schönen Worte von Herrn Dürr, Sie haben es gehört, leider nichts passiert, zunächst 30 Jahre lang. Und jetzt hat eben das Verkehrsministerium dieses Zukunftsbündnis Schiene verkündet und sich damit zu dem Deutschlandtakt bekannt. Und dazu gibt es auch Zielfahrpläne, die kann man abrufen, wenn man reingeht bei BMVI, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, und dort unter die Zielfahrpläne oder Deutschlandtakt sucht, dann findet man diese Zielfahrpläne auch. So, also was will man erreichen damit? Eine stärkere Verzahnung, vor allem von Fern- und Nahverkehr. Im Nahverkehr, in den regionalen Bereichen gibt es teilweise schon auch relativ gut funktionierende solche Taktfahrpläne, aber sie sind eben leider nicht integriert worden. Ja? Und das ist das Wichtige. Also Takt allein genügt nicht, sondern der Takt muss integriert sein. Das heißt also erstens landesweit zusammengeschlossen und dann muss an den Knoten dafür gesorgt werden, dass die Reisenden also in akzeptabler Zeit umsteigen können und damit sogenannte Reiseketten entstehen. Und nicht, dass wenn ich an einem Knoten ankomme, der Zug, der stündlich Verkehrende gerade vor zwei Minuten abgefahren ist. Ja, und das ist eben leider in der Vergangenheit doch relativ viel die Realität. So, ein weiterer Punkt, der auch mit da drin steckt in dieser Initiative, ist die Wiederbelebung einer Zugart in der Art von Interregio. Es wird hier in diesen Zielfahrplänen genannt FR bzw. Fernverkehr Light. Ja? Also das ist eigentlich der alte Interregio und es wäre natürlich sehr begrüßenswert, wenn man den wiederbeleben würde und auch in, sagen wir mal, mindestens in dem Maße, wie er existiert hat, eigentlich noch mehr. Damals war das zweistündlicher Betrieb und eigentlich müsste der stündlich sein. Außerdem ist in der Initiative Einführung des Halbstundentakts auf weiteren Fernverkehrsstrecken, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das, wie weit das gehen wird. Also es wird nicht auf allen sein, jedenfalls in den Zielfahrplänen, sondern nur auf einigen wichtigen Strecken, wie zum Beispiel zwischen Mannheim, Stuttgart und München. So, Prinzip integraler Taktfahrplan. In der Schweiz sehr bewährt, wie gesagt, seit 30 Jahren. Prinzip, die Züge kommen zu bestimmten Zeiten an, und zwar zunächst die Regionalzüge, dann kommen die Fernzüge, dann fahren die Fernzüge ab und dann die Regionalzüge. Damit kann jeder in jede Richtung umsteigen, aber das braucht natürlich eine entsprechende Infrastruktur an den Bahnhöfen und das ist das Hauptproblem. So, und da jetzt nun leider wir 30 Jahre verspätet sind, ist in der Zwischenzeit natürlich viel passiert und da sind, ich nenne es, Bausünden passiert. Ja? Zwei große Bausünden, die für mich die größten sind, möchte ich nennen. Die erste Bausünde ist, trotz allen Lobes, den es gegeben hat, die Strecke von Nürnberg über Erfurt und Halle-Leipzig nach hier nach Berlin. Dass man eine schnelle Verbindung haben wollte, ist toll, ich habe sie heute auch genutzt, zwangsläufig. Ich kann auch gleich da was zum Nachtzug bei der Gelegenheit sagen. Ich wollte den österreichischen Nachtzug ausprobieren und habe ihn nach Hannover gebucht und wollte von Hannover hier rüberfahren. Was ist passiert? Der Zug hatte eine 2 Stunden Verspätung. Ich bin aber Gott sei Dank in Nürnberg aufgewacht,
habe schnell meine Sachen genommen, bin in den ICE umgestiegen, da hat man mich anstandslos mitgenommen und auf diese Weise auf der Strecke hierher gekommen. Trotzdem ist sie nicht gut geplant, weil nämlich die Knoten auf dieser Strecke zeitlich nicht zueinander passen und dieser Knoten Erfurt hängt irgendwie quer dazwischen. In den Zielfahrplänen ergibt sich, oder aus den Zielfahrplänen, das ist einer meiner großen Kritikpunkte, dass jetzt die Zielfahrpläne ausgerichtet werden an diesem Knoten Erfurt und damit fallen die wichtigen Knoten Nürnberg und Leipzig vor allem unten durch. Ja, und das ist meiner Meinung nach eine falsche Entscheidung, das müsste revidiert werden. So, das Hauptproblem ist natürlich Stuttgart 21. Ja, wir haben seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen, wir haben die erste Pressekonferenz dazu im Jahre 2007 gemacht. Ja. Schon damals habe ich einen Alternativfahrplan entwickelt und vorgestellt für Stuttgart, den man eigentlich heute noch hernehmen könnte, wenn man diesen, wir nennen es Wahnsinn, der dort passiert, dass man diesen Tiefbahnhof baut, wenn man den endlich stoppen würde und zum Beispiel auf das Konzept Umstieg 21 gehen würde. Warum halten wir diesen Bahnhof für so falsch? Da gibt es viele Gründe, die sind oft erörtert worden, das ist jetzt nicht mein Thema. Aber Taktfahrplan ist ein ganz gewichtiger Grund gegen diesen, und das haben wir auch schon gesagt. Für einen Taktfahrplan, nach diesem Prinzip, wie ich es kurz erläutert habe, braucht man viele Gleise für alle Richtungen, von dem Regionalverkehr, Fernverkehr und so weiter. In Stuttgart habe ich das nachgezählt, kann man an den Fingern abzählen, sind das 14. Der jetzige, noch bestehende Stuttgarter Bahnhof hat 16 Gleise, da sind also noch zwei für Reserve, ist ideal für den integralen Taktfahrplan. Was macht man? Man hat vor, diesen Bahnhof wegzureisen und in ein achtgleisiges Nadelöhr zu pressen und da kann der integrale Taktfahrplan nicht funktionieren. Ich habe die Zielfahrpläne hergenommen, das sind die Zielfahrpläne oder ist eine von mir erstellte Grafik aus dem Zielfahrplan, also des Bundesministeriums und der Deutschen Bahn, wo Sie daraus ersehen können, wie die Züge, Sie sehen jetzt nur sozusagen hier das Schema davon, wie die Züge rund um die Stunde, das soll eine Uhr hier sein, rund um die Stunde aus verschiedenen Richtungen ankommen und abfahren, völlig ungeordnet, so wie es gerade dieser enge Bahnhof hergibt. Und das kann kein integraler Taktfahrplan sein, das heißt also die Anschlüsse, die die Reisenden dort haben, sind rein zufällig. So, jetzt Lösungsansätze habe ich auch in meinem Papier drin. Können Sie sehen, die sind teilweise ein bisschen technisch. Das Erfurt-Problem könnte man meiner Meinung nach ganz gut lösen. Wie das geht, möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen hier. Fehlt uns die Zeit, aber Sie können mich gerne gleich danach fragen. Bei Stuttgart, wie gesagt, Lösung, bevorzugte Lösung, sofort aufhören und Umstieg 21 machen. Das ist aus politischen Gründen wahrscheinlich ein Wunschtraum. Ja. Wenn nicht, dann würde ich dringend empfehlen, über die Kombilösung wieder nachzudenken, die seinerzeit von Heiner Geißler leider zu spät in die Debatte eingebracht wurde. Dann könnte man wenigstens einiges retten. Man könnte diesen Tiefbahnhof von 8 Gleisen auf 4 abspecken. Das geht sogar mit der jetzigen Planung. Damit würde man auch das Brandschutzproblem mildern, weil die Bahnsteige viel breiter würden. Und man könnte dann den alten Kopfbahnhof weiter betreiben. Ich plädiere dafür mit sämtlichen Gleisen, so wie man es in Zürich gemacht hat. Man hat den gesamten Bahnhof behalten und hat außerdem noch einen Tiefbahnhof gelegt. Und dann hätte man einen vernünftigen Knoten in Stuttgart. So, ich komme zum Schluss. Auch die Y-Trassen haben in der Beziehung machen Probleme. Können Sie mich auch gern nachfragen. Mein Fazit ist, Prestigeprojekte wie Stuttgart 21 genießen leider immer noch eine zu hohe Aufmerksamkeit. Das sieht man jetzt auch in den Zielfahrplänen, den Veröffentlichungen dazu. Zum Beispiel jetzt Hannover-Bielefeld wird diskutiert mit 30 Minuten. Ich habe mir ausgerechnet, das würde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern bedeuten. Das sind Spitzenwerte, wie sie nur in Japan und in Frankreich auf ganz wenigen Strecken erreicht werden und meiner Meinung nach hier in unserer Umgebung nicht sinnvoll. Ja? Ähnliches gilt für Nürnberg-Würzburg, könnte man auch drüber sprechen. Ich sage Vorrang für Knotenertüchtigungen, da wird viel zu wenig getan und Wiederherstellung der Fahrzeiten, die gerecht sind oder die passend sind für den integralen Taktfahrplan. Dann vor allem möchte ich dafür plädieren, diese Initiative ernst zu nehmen. Bei manchen Sachen, wenn man das so liest und auch Statements hört, kommt der Verdacht auf,
dass man alte Planungssünden eigentlich fortsetzen will und jetzt mit einem neuen Etikett Deutschland-Takt behängen will. So ähnlich wie heutzutage alles, was man macht, nachhaltig ist und grün ist und öko ist, so ist eben die Gefahr, dass hier Deutschland-Takt an jedwedes Projekt dran gehängt wird, ob es nun sinnvoll ist oder nicht. Und davor möchte ich warnen. Für die sinnvollen sollte man es natürlich machen, aber die nicht sinnvollen lieber nicht. Also Zielfahrpläne korrigieren, optimieren, durch Nachtzugsystem ergänzen. Darüber steht überhaupt nichts drin. Wäre meiner Meinung nach eine ganz wichtige Ergänzung. Und die alten Bausünden korrigieren, so wie ich es angedeutet habe, damit man zu ausgewogenen, zu realistischen, nicht zu knapp genähten Fahrplänen kommt und damit zu verlässlichen und pünktlichen Betriebsabläufen. Das war's von mir.